Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz, Das ist eklig, das ist richtig eklig. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Ja. Also jetzt an dieser Stelle, man kann wirklich sehr wenig jetzt gerade reden, weil wir uns ja erstmal unterhalten, so. Es ist jetzt mehr ein Kurzfilm, würde ich es mal jetzt so sagen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal ab und zu wirklich lange Stille bin, aber naja, weiter geht's. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Podia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Okay. Tu es nicht! Mach ich aber gerade. Lass das! Stopp! Nein! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Das war jetzt gemein. Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal?
the fuck? Alter, was ist hier los? Sag mal hier, Rufus, hey. Schalter. Knopf. Hermes, Rufus, Hebel. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Nämlich Organon. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Okay, wenn wir da so. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Was ist da? Mineral. Nee, das verstehe ich einfach nicht. Das kann man jetzt erstmal hier rausgehen? Ja, können wir. Das kann man hier. Wir haben hier ein Rohr. Okay, das ist eklig. Was haben wir hier? Ja, okay. Buh. Ja, Hauptsache, jetzt gehen sie da unten rein. Jetzt können wir es auch machen, oder? Was jetzt nehmen? Ist ja schon gut. Dann eben nicht. Dann gehen wir eben wieder. Oh, Goal hier. Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay. Warte! Tu's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Alter. So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Ja, genau. Da wird natürlich nichts gemacht. Voll gemein. Wir müssen jetzt irgendwie... Ist das Stechkarte? Kann man schneller hin? Nee, ne? Nee. Hui! Oh, es nimmt die Stechkarte. So. Kann man damit jetzt irgendwas machen? Fabrikhalle. Trichter. Hier ist es anscheinend nichts. Das ist jetzt wirklich, ja. Vielleicht können wir jetzt gerade noch mal... Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Ja, können wir sie irgendwie zumachen? Nö. Das ist jetzt, ja. Also da, wir müssen dir irgendwie wahrscheinlich... Warte mal, kann man nicht schneller irgendwie? Nö. Ich hab ne Idee. Da lang. Da rein. Der ist ja noch nicht benutzt, vielleicht... Einmal entwerten, bitte. Danke. Dann gehen wir wieder. Vielleicht können wir die aber jetzt dann da unten auch reinstecken. Los, lauf, Rufus, lauf! Es ist so still hier gerade, ne? Lol. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Okay. Dann gehen wir doch mal hier lang. Imbisswagentür. Vielleicht kommen wir da mal rein und mal gucken. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen.
Vielleicht. Oh nö. Das ist weg. Hm. Irgendwie müssen wir das doch bestimmt aufmachen können. Hier ist nichts gerade so zu sehen. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen... Warte mal, Knoblauch. Knoblauch. Ah! Wir müssen dahin, hier. Vampir, Knoblauch, da. Los! Hier. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss! Goldig. Jetzt kann man die nämlich schon nehmen. Endlich. Und was machen wir mit dem? Das ist wieder eine andere Sache. Schnabeltier-Eier. Warte mal. Wir müssen das doch bestimmt irgendwie aufbekommen. Wir gehen erst aber nochmal nach unten. Das wird wieder ein kleines Stückchen dauert, bis er da ist. So. Wir stellen uns dann einfach hier hin. Weil wir müssen ja irgendwie das aufbekommen. Mit Wasserspender ging das bestimmt nicht auf. Da ist nur ein bisschen Öl aus meinen Manteltaschen dran. Das reicht nicht, um die Scharniere zu schmieren. Öl. Hier, Ölflasche. Nee. Kein Wunder, dass... Ja, ist okay. So, wir nehmen einfach dieses Öl. Klappt das? Ja. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Ah. Okay, nehmen wir den Pommesbeutel. Frittenfett. Jodsalz. Was haben wir hier noch? Pleurofitz. Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Nein. Okay, und was machen wir jetzt damit? Da müssen wir nochmal überlegen. Aber erst einmal war es das jetzt von dieser Aufnahmesession. Das sollten jetzt 4 Parts gewesen sein. Ich hoffe, diese paar Folgen haben euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Session. Bis denn, ciao.